Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind heute mal mit Yoon Jin Lee unterwegs. Boah, er macht überhaupt kein Geräusch, wenn er landet. Die Twinsa. Okay, Victor hat wen. Charlotte geht weg. Victor ist wieder unterwegs. Den Gen schaffen wir aber. So, wir brauchen ein Totem, damit unsere innere Kraft steht dort oben an der Treppe. Muss halt mal langsam wer retten gehen. Gut. Der ist an. Haben wir hier einen? Da ist auch keine Metallwand. Das hätte ich wissen können. Da ist einer. Laufen immer alle auf einem Fleck. Das ist gefährlich. Wow, sie kam von da. Ich habe gerade nach links geguckt. Nicht so tragisch. Wir können uns heilen. Echt jetzt? Was war das jetzt? War das echt Zufall? So, wo war jetzt der Generator? Dieses Geräusch gerade, ich dachte, die ist bei mir. Aber ich könnte mir vorstellen, sie kommt dann hoch.
weil sie müsste den Generator hören. Na, da stand Victor auch noch rum. Ihr so vors Gesicht gelaufen. Ich wollte nur zu dem Totem. Damit ich mich wieder heilen kann. Nice try. Hat nur nicht geklappt. Er wird nicht mehr gejagt, aber sie ist noch in der Nähe, Leute. Dann lasst mal abhauen. Ist gut, dass ich geheilt werde. Ich habe gerade keine innere Kraft ready. Ich würde gern hier hinter der Wand den Jen wegmachen. Ich weiß auch nicht mehr, wo das Totem sein sollte, was ich machen wollte. Obwohl, das war da. Charlotte steht dort hinten. Wahrscheinlich ist sie gerade mit Victor unterwegs. Wieder eine Heilung ready. Du darfst nicht zu mir kommen. Dann sieht die mich doch. So, jetzt gehen wir hier ran. Sie ist halt hier noch hinter der Wand, ne? Ja, jetzt die ist weggegangen, Cheryl. Noch 3 Stunden wartest, ist sie wieder da. Sie will wieder mich, ey. Was habe ich ihr denn getan? Jetzt nicht. Was nötig dort hinten? Nein.
gehen mal an die Tür. Oh, hier ist schon... jemand? Hier auf? Oh. Oh shit. Nicht gut, weil mit Victor auf dem Kopf kann ich nicht raus. Sie wird Victor dort stehen gelassen haben. Ja. Shit. Genau das. Genau das. Jetzt kommt sie zurück und ich sterbe, weil alle raus sind. Zumal das Ding hier noch einen Cooldown hat. Okay. Oh, es hat doch keinen Cooldown. Ich habe mich schon sterben sehen. Ich wusste, dass sie Victor dort hat stehen lassen. Ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn sie zu weit weg ist. Kann sie dann noch in Victor zurück? Oder... aber sie ist weggegangen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir sind rausgekommen. Und ich hatte gerade noch mal ein bisschen Schiss am Ende. Egal. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye bye, adieu und bleibt gesund. Tschüssi!